Vielen Dank. Liebe Genossinnen, ich habe früh gelernt, was Ungerechtigkeit bedeutet. Immer wieder musste ich mit meiner Familie ansehen, wie Dörfer niedergebrannt und Menschen verschleppt wurden. Meine Großmutter zeigte mir die Klippen, von denen Menschen gestürzt wurden, weil sie in den Augen der Faschisten die falsche ethnische Angehörigkeit besaßen. Daraus leite ich meine Verantwortung ab, für all jene zu kämpfen, die sich nicht selbst verteidigen können. Deshalb frage ich euch, wollen wir eine Welt, in der unser Wohlstand auf dem Rücken der Verlierer des kapitalistischen Wirtschaftssystems erwächst, oder eine Welt, in der unser Wohlstand gerecht verteilt ist? Schauen wir länger zu, wie Entwicklungsländer zum Freihandel gezwungen werden, wie subventionierte Agrarprodukte aus der EU die Arbeit der afrikanischen Landwirte vernichten, wie die Menschen weiter verhungern, obwohl unsere Landwirtschaft alle ernähren könnte, wie durch physischen Rohstoffabbau die Natur der Zerstörung freigegeben wird. Schauen wir länger zu, wie Menschen unter den Profitinteressen der kapitalistischen Staaten leiden, oder stehen wir auf und kämpfen. Kämpfen für einen fairen Handel und eine gerechte Entwicklungszusammenarbeit, in der mit partnerschaftlichen Abkommen den Menschen ermöglicht wird, ihre lokale Wirtschaft eigenständig aufzubauen, durch eine gute öffentliche Infrastruktur und durch ein gutes Bildungswesen. In Zeiten, in denen die europäische Wertegemeinschaft mit Jubel sinkende Boote voller hilfsbedürftiger Menschen im Mittelmeer empfangen lässt, nachdem wir mit unseren Waffen Kriege angeheizt oder ihre wirtschaftliche Lebensgrundlage zerstört haben, fehlt es vor allem an einem, an internationaler Gerechtigkeit und Solidarität. Wo ist diese Solidarität in Zeiten der Pandemie? Wenn Industriestaaten sich Millionen Impfstoffdosen sichern und die ärmeren Länder auf der Strecke bleiben. Der Kapitalismus tötet, also brecht endlich die Macht der Pharma-Riesen und gibt die Lizenzen frei. Eine Pandemie, in der unsere Bundesregierung die Menschen im Stich lässt, die sie eigentlich beschützen müsste. Was ist mit all den jungen Menschen, die ihre Arbeit oder ihr Einkommen verloren haben? Was ist mit all unseren Kindern, die dank Laschets Inkompetenz und trotz des Infektionsrisikos weiter in den Schulen ausharren müssen? Wo sind nach über einem Jahr Pandemie handlungsfähige Konzepte? Die CDU beweist doch vor allem eins, dass sie nicht in der Lage ist, Krisen zu lösen. Sie verspielt die Zukunft der jüngeren Generation, und deswegen braucht es bei der kommenden Bundestagswahl eine starke Linke, liebe Genossinnen und Genossen. Entscheidend ist nicht die Herkunft oder das Alter, sondern die Tatsache, für wen man im Herzen kämpft und mit welchen politischen Visionen man das tut. Und ich kämpfe für all die Unterdrückten, die unter diesem kapitalistischen System leiden. Und dazu gehört der Lagerarbeiter bei Amazon, der für einen Hungerlohn schuftet, genauso wie die Migrantin, die auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert wird, genauso wie die Schülerin, deren Zukunft wir mit der Verpestung des Klimas rauben. Ich kämpfe für sie alle, weil ich morgen nicht in einer Welt leben will, in der meine Kinder durch Ressourcenkriege verhungern oder meine Nachbarn aus ihren überfluteten Häusern fliehen müssen. Ich kämpfe für eine Welt, in der Armut für Kinder kein Dauerzustand ist, für eine Welt mit sozialer Sicherheit und Chancengleichheit, in der Bildung und Kultur keine Privilegien der Elite sind. Ich kämpfe für eine Welt, in der nicht an unseren Hochschulen für Rüstungsgüter, sondern für Frieden geforscht wird. Ich kämpfe für eine Welt, die nicht zusieht, wie ihre Regenwälder brennen, sondern in der die Natur uns erhalten bleibt. Das ist mein Verständnis von Sozialismus. Und zum Schluss, 20 Millionen junge Menschen leben in diesem Land. Sie verdienen es nicht nur, im Parlament repräsentiert zu werden. Sie verdienen vor allem eine linke Stimme, die sie vertritt. Und diese Stimme möchte ich sein. Und deswegen hoffe ich an der Stelle auf euer Vertrauen und bedanke mich.